Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Trainfieber, hier mit dem IC1 und unten düst noch ein Triebwagen durch. Schön! Ja, den haben wir in der letzten Folge installiert, ihn und seinen Kumpel. Ich weiß jetzt gar nicht, eben, ist das der Schweizer, ist das der Normale? Ich konnte die Kommentare noch nicht lesen, da diese Folge gerade im Moment online geht und ich jetzt hier halt die nächste schon aufnehmen muss, aus Zeitgründen. So, und jetzt ist die Frage, machen wir? Nein, die Frage stellt sich eigentlich nicht. Sollen wir jetzt hier schon die anderen Schnellzüge installieren? Da müssen wir wieder Strecke bauen. Das würde ich zwar sehr gerne machen, aber ich möchte doch einmal Pause zu unserem alten Problemkind, nach Weißwasser. Denn da gibt es auch einiges zu tun, das habe ich in der letzten Folge schon angesprochen gehabt. Da war aber der IC1 fällig, dringendst. Jetzt, hier haben wir Folgendes. Ja, genau, ihr seht's. Ruckel, ruckel, ruckel. Jetzt, ich habe mal getestet und gemacht und dabei alle diese Brücken hier abgerissen und festgestellt, dass es was bringt. Nur, ich habe die Brücken dann nicht nochmal hingestellt. Jetzt ist halt die Frage, wenn wir die Teile abreißen, kriegen wir die irgendwie wieder hin? Denn die Idee wäre ganz einfach, das sind ja lauter verschiedene Mods. Das ist hier so eine Brücke, das ist so eine. Ob sich das irgendwie, keine Ahnung, ärgert gegenseitig, ich weiß es nicht. Jetzt wäre die Idee halt, ja, lasst uns doch lauter gleiche Brücken nehmen. Vielleicht bringt das ja was. Ja, und wenn es nichts bringt, dann schadet es nicht. Wisst ihr was, ich muss das sowieso mal laufen lassen. Wir müssen die Züge hier weg haben von der Brücke. Interessanterweise in die Richtung ist es. Also zur S-Bahn kommen wir dann gleich noch. Die geht auch nicht vergessen, denn die armen Leute, wie gesagt, hier hinten, das ist natürlich schon ziemlich ungünstig hier. Wenn hier eine S-Bahn anhält, wenn die Leute aussteigen, dann müssen sie hier zurück über den Schotter stolpern. Das habe ich auch schon mal angesprochen. Das müssen wir noch ändern. Bei zwei Bahnhöfen, bei dem und bei dem hier unten dann noch. Jetzt sind wir aber erstmal bei diesen Brücken. Ja, ich tue mich ein bisschen schwer, jetzt die abreißen eben. Meine Herren, kriege ich die wieder so hin? Und ohne Brücke geht nicht, denn hier unten kommt die Linie vom Städtchen da hinten. Das ist Wietzen. Das ist auch so irgendwie ein bisschen eine vergessene Stadt. Da haben wir natürlich auch nie viel gemacht. Guck mal, das ist zwar, ja, fünfgleisig ist es, aber hier hat es noch Gleise. Oh, hier hat es auch noch Gleise. Hier müssen wir auch mal noch was machen. Aber eh, umso schöner. Gab es schon Leute, die Angst hatten, es sei dann irgendwann mal alles gemacht? Nein. Ich denke, solange ich Spaß am Spiel habe und ihr Spaß am Zugucken, können wir hier noch ewig weiterbauen. Da gibt es immer wieder was zu tun. So, jetzt, wo waren die Brücken? Hier waren die Brücken. Ich habe ja einen Speicherstand, ich kann sie ja abreißen, wenn jetzt alles schief geht und wir sie so nicht mehr hinkriegen, denn ich denke einfach, das dürfte Probleme geben. Ganz klar, wenn die Brücken weg sind, dann baut man sie, dann hat man hier wieder eine Terra-Kollision, da ist wieder Brückenpfeiler irgendwie nicht okay. Und eben, wir brauchen die Brücken. Wir hätten natürlich noch die Möglichkeit, die alle ohne Brücke zu machen und hier das Tunnel zu vertiefen. Den Platz hätten wir wahrscheinlich sogar, aber irgendwie, ich finde, diese Brücken gehören einfach auch zu Weißwasser. Das ist charakteristisch für das Städtchen. Also lassen wir die Brücken. Okay, ich hole mal den Bagger. Ach je. Ne, wisst ihr was? Ich mache erstmal sozusagen ein Signal-Backup. Denn dieses Signal hier wird wahrscheinlich wegkommen. Das heißt, wir stellen das mal hin. Haben wir sonst noch irgendwo ein Signal? Hier hinten. Ja, bei der Brücke. Das ist ein, ich nenne das mal ein logisches Signal, aber hier unten haben wir noch zwei. Zwei Blocksignale. Machen wir die mal hier hin. Dann können wir das abreißen hier. Ohne dass nachher die Signale nicht mehr stimmen. Okay. Tschüss, liebe Brücke. Aua. Irgendwie ist das aua. Aber es hilft ja nichts, dieses Geruckel. So, jetzt können wir mal gucken. Ja, da hinten ist halt auch nochmal eine Brücke. Naja, es ist halt einfach irgendwie... Nee, viel besser ist es auch nicht. An was hängt das denn? Es ist ja echt nicht zu glauben. Das ist ja nicht die einzige Stadt, in der viele Züge fahren. Es ist nicht die einzige Stadt, die die Hochhäuser hat. Hier haben wir schon wieder einen kleinen Stau. Zumindest im Privatverkehr. Und hier haben wir eine Armada an Bussen. Aha, okay, das muss ich mir jetzt aber doch selbst mit da hinten abgerissenen Brücken schnell ansehen. Aber ich kann nicht laufen. Nein, das müssen wir nachher machen. Sonst lasse ich dann schnell laufen, um zu gucken, ob sich das hier geregelt hat. Und dann haben wir hier ein Problem.
wenn hier die Brücken natürlich alle weg sind. Ja, jetzt haben wir sie weg. Läuft das besser? Naja, minim. Es hat doch immer noch kleine Ruckler drin. Okay. Oh Gott. Ja, also. Jetzt muss ich einfach gucken, dass ich die gleichen Brücken erwische. Wie mache ich denn das am besten? Wo fangen wir denn an? Das, ich denke mal, das ist egal. In die Richtung geht es sowieso gerade nicht. Ach, das hängt nicht an den Brücken. Okay. Denn ihr seht, wenn ich in die andere Richtung gehe, hier, das ist immer noch ein Bild in 10 Sekunden. Aber jetzt haben wir es gemacht. Jetzt muss ich gucken, wie kommen wir hier wieder auf den grünen Zweig. Wenn wir das mal verbinden, dann haben wir schon das erste Problem wahrscheinlich. Ne, das geht, okay. Was für eine Brücke, nicht die Steinbrücke. Ich würde sagen, wir nehmen die hier. Und zwar bei allen Brücken. Aha, das geht schon mal nicht, okay. Da haben wir eine Kollision. Was können wir denn hier bauen? Nur die Standardbrücken wahrscheinlich. Oder ging das vorhin? Vorhin ging es doch. Hä? Jetzt geht das wieder los. Heiliges. Vorhin ging es doch. Oder habe ich es falsch angeschlossen? Ah, okay. Hier ist dieses Gleis im Weg. Da kommt das weg. Versuchen wir es nochmal. In die Richtung. Jetzt muss ich noch gucken, dass ich die richtige Stelle erwische. Wenn hier so viele Gleise, also Brücken... Ne, nicht Brücken, Gleise reingucken. Okay, das wäre mal... Das wäre gut. Jetzt wird es hier ein Problem geben. Es ist mir fast klar. Deswegen habe ich mich lange gesträubt dagegen, hier was zu machen. Oh, okay. Gleich drücken, bevor das Spiel wieder anders will. Also, das würde schon mal passen. Und die Signale können wir hier unten wieder wegmachen. Die haben wir nicht angerührt. Gut. Schön. Nächstes Gleis. Nächste Brücke. Nächste Übung. Das wäre die hier. Die würde so auch mal funktionieren. Okay, aber nicht als Steinbrücke, sondern als die hier. Naja, vielleicht ist es ja doch problemfreier, als ich dachte. Das geht auch. Das ist ja erstaunlich. Sonst hat man doch immer Manöver mit Brücken. Das geht auch. Halleluja. Okay, dann hätten wir das auch. Dann haben wir es ja gleich. Können wir ja gleich zu den S-Bahnen kommen. Und hier haben wir die noch. Die haben wir aber allerdings so mit dem nicht schnellen Gleis. Das geht auch. Das erstaunt mich. Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nee, passt. Das passt tatsächlich. Okay, wird auch genommen. Das war ja jetzt gar keine Übung. Das war ja jetzt... Okay, und jetzt ist halt die Frage... Doch, das ist ein bisschen besser, ist es, aber es ist nicht massiv besser. Also ich würde sagen, man kann zum Schluss kommen, es lag nicht an den Brücken. Es lag vielleicht auch ein bisschen an den Brücken. Es liegt doch immer noch an was anderem. Ja, als nächstes werde ich wirklich hier mal die Hochhäuser noch wegmachen. Das habe ich schon mal gemacht und habe da eben auch nicht wirklich eine merkliche Verbesserung gespürt. Komisch, in die Richtung geht's. Okay, laufen lassen. Können wir? Haben wir irgendwas? Nein, wir können. Gut. Denn es ist schon schön. Also gefallen tut's mir, was ich hier sehe mit den vielen Zügen. Guck mal, da kommen überall welche rein, da fahren welche raus. Herrlich. Gut, lasst uns doch mal noch ganz schnell das Busproblem hier hinten angucken. Da muss ich wieder irgendwas verkeilt haben. Was möchtet ihr? Wo möchtet ihr lang? Ihr möchtet... Ah, hätte ich mal nicht drauf gedrückt, das geht jetzt wieder so lang. Ja. Vielleicht mit ein bisschen Glück mit den neuen Brücken. Vielleicht haben wir da so eine Art Galgen. Ja, nee, eine Galgenfrist ist was anderes, aber... Ja, ein Bonus. Die wollen hier rauf. Okay, die Linien hatten wir eh schon mal kontrolliert. Daran lag es nicht. Ich glaube, hier hat sich wirklich wieder irgendwie... Ah, da haben wir es ja schon. Guck mal. Unfall. Mit Personenschaden. Die stecken hier irgendwie fest. Dann lasst uns mal drehen, was wir drehen können. Aha, das geht schon mal nicht. Okay, wir lassen laufen. Ist einfacher. Der dreht, der fährt. Gut, jetzt würde ich gerne hier unten noch gucken wegen der Straße. Dann kriegen wir die nämlich auch weg. Hier haben wir gar keine Busspur. Die breiteste wird nicht gehen. Nein. Aber die geht. Dann machen wir hier mal noch eine Busspur hin. So, hier unten fährt es eigentlich wieder. Die Busse haben wir weggecheatet sozusagen. Nein, ist ja kein Cheaten. Ich habe einfach die Straße ausgebaut.
Wenn dann die Fahrzeuge weg sind, weil das neu berechnet werden muss, dann ist das so, das kann ich nicht ändern. Wir haben hier immer noch... Nee, jetzt fährt's wieder. Okay, hier ist der Stau weg, wie gesagt. Passt. Und der Privatstau hier oben auf der Brücke, ich kann es nur einmal wiederholen. Liebe Leute, nehmt Bahn und Bus und S-Bahn. Dafür haben wir das gebaut. Nicht mit dem Auto hier die Brücke verstopfen. Das wollen wir nicht. Das ist nicht gut. Wobei, verstopft wie ihr wollt. Die Busse können ja auf der Seite auf den Busstreifen rüber. Ist also auch eigentlich egal. Okay, das passt hier hinten soweit. Das ist halt, ich weiß nicht, warum sich da teilweise Fahrzeuge verkeilen. Aber wenn man das hat, ja, dann stehen sie halt alle. Da kann man bauen, wie man will. Dann hat man... Ja, dann erliegt man sozusagen dem Bug. Okay. Was machen wir? Wir machen hier... entweder machen wir jetzt hier einen vernünftigen Übergang, damit die Leute hier nicht über den Schotter gehen müssen. Oder wir könnten natürlich... Ich muss mal gucken, wie läuft denn jetzt hier die Linie? Stehen alle oder fahren sie? Eine Idee war mal noch, in diese Richtung eine Linie... Und in die andere Richtung eine andere Linie, also zwei Linien draus machen, damit sie sich nicht ins Gehege kommen. Wäre sicherlich keine schlechte Idee, ist ein bisschen das Aufwendigere. Das andere wäre Einbahn. Hier die Signale auf Einbahn zu stellen. Das kann ich wahrscheinlich eher. Geht natürlich nicht, wenn der Zug im Weg ist, okay. Wisst ihr was, ich mache das mal überall, wo es geht. Man sieht, dass sie fahren. Also warum stelle ich den hier ab? Der muss ja weg. Sie fahren die S-Bahn, von daher... Es sind halt wahrscheinlich auch doch eher genug S-Bahn unterwegs auf dem bisschen Strecke, denke ich mir. Na, ist das wieder die ganze... Oh, da kommt schon der nächste. Okay, wir gucken mal, ob wir nicht irgendwo anders... Wir müssen ja nicht jedes Signal umstellen. Es reicht, wenn wir 2, 3 umstellen können. Das können wir aber nur, wenn nicht die S-Bahn im Weg sind. Hier geht's, okay. Das hindert die zumindest mal daran, das Gleis zu wechseln. Was dann doch ja auch, da ist wieder ein Fahrzeug im Weg, was ja dann doch auch immer wieder zu gewissen Problemen führt. Hier ging es, okay. Und wenn wir mal gewisse Gleisabschnitte eingleisig haben, denke ich mir... Stimmt denn das so? Moment, jetzt brauche ich doch mal die Linie. Das müsste so stimmen. Jetzt wird hier nur ein Gleis genommen, eines, okay. Und das in die andere Richtung. Das ist irgendwie... Halt nochmal. Hier klappt's. Klappt's hier nicht wegen der Einbahn? Tatsächlich, okay. Dann lassen wir das mit der Einbahn. Nicht, dass es uns hier die Linie völlig zerfräselt. Das hätte man wahrscheinlich anders machen müssen. Ich habe Einbahn im gesamten Let's Play noch nie gemacht. Ich weiß nicht warum. Ich bin irgendwie kein Freund davon. Jetzt ist die Frage, sollen wir, wisst ihr was, wir lassen es doch einfach mal, wie es ist, denn es fährt ja das ganze System. Klar, sie haben Haltezeiten. Und ich würde sagen, wenn wir dann mal Zeit haben und hier wirklich was machen wollen, dann werden wir daraus wirklich zwei Linien machen. Jetzt möchte ich aber zuerst hier hinten baulich noch einschreiten, damit die Leute hier eben nicht über den Schotter rüber müssen. Dafür müssen wir die Züge auch mal weg haben. Die Idee war jetzt ganz einfach hier ein zweites Gleis, also eigentlich ist es ein drittes Gleis ohne Strom, damit wir die Bodenplatten hinmachen können. Das kann ich nicht anlegen, okay. Kann ich das anlegen, wenn ich hier anlege und nee, halt, Moment, da ist noch Bahnhof, das geht nicht. Und hier anlege, wenn ich das hier rüberziehe, dann müsste es doch... Ja, dann hätte es eigentlich gehen müssen. Warum es nicht geht, weiß ich auch nicht. Ich habe langsam das Gefühl, dass dieser Bahnhof hier ein bisschen speziell ist. Also der ist natürlich sowieso speziell da mit seinem nur... Ja, nur über den Schotterstolper... Weg. Das ist jetzt wieder tricky. Jetzt möchte es wieder anlegen, obwohl es nicht geht. Dann leg nicht an. Ist das nicht ein bisschen weit weg sogar fast? Wir gucken mal. Ich habe hier so eine ganze spezielle Idee mit diesen Rampen, die schwarzen. Wo waren die denn gleich nochmal? Schwarze Rampen, denn die Teile hier, da guckt die Schiene durch. Seht ihr? Das ist nicht ideal, denn das Ganze soll ja so eine Art, ja, Fußgängerrampe sein. Muss das denn immer zu unterst sein? Das ist hier, das wäre sowas. Das ist allerdings halt...
Betongrau. Hier die Pillrampe Granit, genau. Oh, die geht sogar relativ gut hin. Okay, dann haben die Leute hier was, um auszusteigen. Das Gute daran ist, das muss man gar nicht mal so genau machen. Das gibt hier keine Abschnitte in dem Sinn, also dass das blöd aussehen würde, sondern man kann das so halbwegs... Ah, jetzt hier ertrinkt es wieder ein bisschen. Und da kann ich mit Abheben sowieso nichts machen, denn da ist das Gleis nebenan. Ah, das war fast irgendwie klar. Wisst ihr was, wir ebnen es mal zuerst noch ein bisschen ein. So, das ist, war mir klar, dass das ein bisschen eine Übung gibt hier. Das sind meistens diese kleinen Dinge, die man machen will. Die brauchen dann am meisten Zeit, aber dafür haben wir es dann hier. Guck mal, schöner neuer Bahnhof. Das, man könnte natürlich einfach auch den Bahnhof austauschen. Das Problem ist, dass der hier völlig anders, eine völlig andere Architektur hat. Also ich kann es jetzt leider nicht zeigen, ohne ihn abzureißen, aber ja, wisst ihr was, ich kann ihn ja abreißen. So, wenn ich jetzt hier einen anderen Bahnhof nehme, das habe ich mir schon gedacht, als ich den gebaut habe. Wir können ja den nehmen. Seht ihr? Die sind länger, die Bahnhöfe. Und das ist bei allen so. Das ist nur bei diesem einen speziellen, also nicht bei dem hier. Bei dem geht es auch nicht. Seht ihr? Ist auch zu weit weg. Geht nur bei dem. Der hat irgendwie eine kürzere Anfahrt. So, haben wir ihn wieder. Jetzt haben wir hier aber keinen Strom mehr. Doch, da haben wir auch. Wir haben keine Hochgeschwindigkeitsgleise. Das wäre halb so tragisch bei S-Bahn. Aber ich mache es jetzt trotzdem mal. Dann wollen wir hier noch schnell kopieren. Okay. Und das Ganze da plätten, haben wir gesagt. Bahnhof drehen. Wird das halbwegs geplättet, so wie ich mir das vorstelle? Ich denke, ja. Okay, nochmal die Schiene. Jetzt wieder ohne Strom. Passt. Kann ich jetzt anlegen? Ne, hätte mich gewundert, aber ich wollte es doch mal noch schnell probieren. Passt das ungefähr? Ja, schön chrom ist auch chrom. Bisschen näher ran. Ah, okay, das geht sogar. Jetzt komme ich hier ganz ran, das ist ja doof. Naja, also. Rampen. Möglichst. Das eine. Haben wir eine ausgelassen, das ist... Wie gesagt, kein Problem. Ja, also massiv besser wird das auch nicht. Aber okay. Das ist halt, das Gleis da hat ein Gefälle. Das ist sozusagen ein bisschen aufgeschüttet da. Und das kriegst du natürlich nicht weg mit dem Bahnhof. Da kriegst du nur die Fläche davor geebnet. Und dann hat man hier ein bisschen von dem Grün. Aber okay. Dann haben wir hier halt noch ein bisschen von dem Grün. Das geht doch, wenn hier ein Zug hält, den Schritt drüber machen. Das passt schon. Hier haben wir noch ein Stück Schiene, das passt nicht. So, Schiene weg. Jetzt. Jetzt haben wir das Problem, dass die Leute, wenn sie hier aussteigen, ja, dann stehen sie hier. Und dann? Dann müssen sie doch über den Schotter rüber hier, bis sie wieder hier sind. Das heißt, wir brauchen hier irgendwie eine Brücke, eine Straße, damit die hier zu der Bushaltestelle kommen. Denn der Ausstieg hier... Der nützt so, ja, alleine relativ wenig. Also machen wir eine Straße. Jetzt wird es ganz interessant. Da hinten machen wir eine Brücke. Lasst uns doch erstmal gucken, wie es mit der Brücke aussieht. Schon mal nicht so prächtig. Ah, ich möchte hier nicht so ein Riesenmonument haben. Nein, 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 nein. Nicht ideal. Machen wir anders. Okay, also erstmal die Straße. Sehr schön, da können wir sogar ein bisschen rein. Dann gibt es da eine Deckung. Ja, das ist sehr schön. Okay, das gefällt mir. Und jetzt hier. Wie machen wir das denn am besten? Vielleicht am besten mit Aufschütten. Wenn ich hier in die Höhe gehe. Dann haben wir den Platz nicht. Ein bisschen rüber muss ich noch. Bauen wir mal. Jetzt hier rüber. Ah, ja, ja, jetzt macht es hier wieder diese lustigen Sachen. Das ist ein humorvolles Spiel. Manchmal. Ne, dann gibt es da einen Huckel. Das ist ja...
Ja, so ist am besten. So lassen wir es. Nein, wir machen... Ihr ahnt es. Hier hinten eine Erhöhung. Und gucken, ob wir so rüberkommen. Das ist hier sowieso fast ein bisschen zu... zu eben, das Ganze, muss ich sagen. Ist halt, ja, in der Nähe vom Fluss. Da ist es natürlich auch eher ein bisschen eben. Ich bin nicht wirklich überzeugt, ob das funktioniert. Ah, doch. Okay. Das ist mir aber zu aufwärts. Müssen wir ein bisschen runter. Jetzt geht das nicht. Das ist ja doof. So geht's. Naja gut, das kann ja auch aufwärts gehen. So ist es auch nicht. Aber trotzdem gefällt mir nicht. Nein, wir gehen ein bisschen runter. Hier mit dem kleinen Werkzeug. Machen das ein bisschen weniger hoch. Mal gucken, ob wir es dann... Jetzt sieht es bald aus wie ein Vulkan hier. Das wäre doch auch mal noch ein Ausflugsziel. Der Vulkan von Weißwasser. Da kommen einem doch wieder Ideen. Es ist ja... schon interessant. Oh, so geht's. Okay, wollen wir das so? Ist auch ein bisschen krumm. Ich möchte es eigentlich doch noch ein bisschen. Das geht interessanterweise nicht weiter runter. Okay, da sind die Gleise im Weg. Das geht nur so. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier nicht noch eine Steinbrücke. Wir haben hier eine Steinbrücke. Sondern wir machen hier... Kann man das als Fußgängerbrücke durchgehen lassen? Kann man. Funktioniert bloß nicht. Warum? Hahaha. Mist. So wirklich irgendwie vorhin? Jetzt. Okay. Das hat doch was von der Fußgängerbrücke. Hier die S-Bahn unten durch. Es gefällt mir nicht, es gefällt mir nicht, es gefällt mir nicht. Ich kann es nicht ändern. Moment. Wir machen das anders. Ich möchte jetzt nur nicht hier 3 Tage und 4 Nächte wieder mit Brückenbau beschäftigt sein. Wir haben noch so viel anderes zu tun. Wir könnten hier natürlich auch einen großen Knubbel nehmen. Jetzt mal gucken, ob wir hier die Straße rüberbringen. Dann haben wir auf beiden Seiten eine vernünftige Erhöhung. Ist einfach die Frage, kommen wir hier mit der Straße rauf? Werden wir gleich sehen. Doch, im Prinzip ja. Da schüttet es genauso auf, wie es soll. Wenn man bedenkt, dass das nur für die Fußgänger ist, ist es ja doch. Jetzt geht's runter. Das wollen wir natürlich auch nicht. Das soll raufgehen. Ah, komm, jetzt haben wir hier hinten zu wenig. Das darf ja nicht wahr sein. Dann machen wir hier halt wieder höher. Da kenne ich nichts. Da wird jetzt einfach ein Hügel aufgeschüttet. So, jetzt müssen wir doch mit der Straße rein können. Das kann man doch hier regulieren, dass man das hier abreißt. Denkste. Jetzt geht's gar nicht mehr. Aha. Was ist das denn hier für ein Netz? Hier müsste es wahrscheinlich aufschütten, deswegen kann das sein. Jetzt geht's nicht mehr. Man hält's im Kopf nicht aus. Vorhin ging's. Jetzt hätten wir's, ja, zumindest halbwegs flach. Darf doch nicht wahr sein. Manchmal echt Brücken und Straßenbau. Es gab noch einen Kommentar von wegen, dass das Spiel offensichtlich ziemlich verbuggt sei. Genau wegen Straßenbau und Co. Und ich muss sagen, wenn man natürlich irgendwie ein Jahr dran ist, es fällt einem dann gar nicht mehr so auf. Aber man könnte das durchaus auch als Bug auslegen, dass das hier so ein Gewurstel ist jedes Mal. Es müsste ja nur das Gelände entsprechend anpassen, wie das Spiel oder die Brücke das Gelände braucht. Geht nicht. Ich muss den Hügel nochmal wegnehmen. So, ich verspreche euch aber, wenn es jetzt passt, dann, also wenn es jetzt dann passt, dann wird das so genommen. Denn das ist eine Fußgängerbrücke. Da brauchen wir jetzt wirklich nicht 3 Tage und 4 Nächte rumbasteln. Außer das Spiel möchte das unbedingt so. Das ist sowieso... Nein, dann noch eine Kurve? Nee. Wieder in die Höhe oder was machen wir? Oder mal ganz weg und gucken. Wir machen den Hügel mal weg und gucken mal, was das Spiel dann vorschlägt. Dann macht es wahrscheinlich wieder ganz interessante Sachen. Denke ich mir mal.
So, ich sage jetzt nicht, dass das der erste von zwei Bahnhöfen ist, die wir machen müssen. Und der andere Bahnhof, der scheint mir schwieriger. Aber im Endeffekt, wir müssen hier die Straße machen. Das bringt sonst mit den Betonplatten da überhaupt nichts. Dann stehen sie einfach auf der anderen Seite und können da nichts machen. Oh, come on. L-Spiel. Nein, so ganz sicher nicht. So auch nicht, okay. Ah, der jetzt ist wieder weg. Ist das hier denn nicht ideal? Das kann natürlich auch sein, dass einfach die Straße da schon mal doof ist. Wir versuchen das mal gerade rüber. Ne, jetzt will es irgendwie überhaupt nicht mehr. Ist ja... Warum reiße ich es denn wieder ab? Es ist schon manchmal vor lauter... Ne, so ist nicht gut. Wir versuchen es nochmal und dann geht es gar nicht mehr. Ihr seht es gerade. Es geht überhaupt nicht mehr. Das muss doch möglich sein, hier eine Brücke rüber zu machen. Sag mal. Links und rechts ein Hügel. Ich mache ihn jetzt wieder hin. Nur weil es ein bisschen krumm war, habe ich es nochmal abgerissen. So was Doofes. Man müsste mir auf die Hand hauen. Als Strafe. So, jetzt sind wir hier in der Höhe. Und zwar überall ein bisschen. Jetzt muss man hier doch mit so einer Ollenbrücke rüberkommen. Außer wir sind da zu nah, aber das hat es eigentlich nie angezeigt. Jetzt geht's. Gut. Sogar gerade, guck mal. Das ist ja erfreulich. Okay. Dann machen wir das so. Und hängen das da hinten an. Jetzt kommen wir hier wahrscheinlich nicht rein. Doch, kommen wir. Gut. Kommen wir hier auch wieder runter. Ja, ja, ist ja. Warum ging das nicht gleich so? Ein Riesenmanöver. Okay, jetzt ist die Brücke aber auch so, wie ich wollte. Und jetzt ist halt, jetzt können die Fußgänger hier auf die Betonplatte. Können dann die Straße benutzen. Hier rüber und zur Bushaltestelle. Gut, Bahnhof Nummer Uno wäre gemacht. Jetzt hier hinten wird es ein bisschen schwieriger, denn hier sind Straßen und Co. im Weg. Denke mal, die Betonplatten. Ja, das dürfte kein großes Problem sein. Wo hatten wir die denn? Schiene, Dingens, hier. Halt, da brauche ich erst ein Gleis. Machen wir ohne Strom, perfekt. Was ist hier alles Bahnhof? Oder wohin wollen wir? Ach, wir machen das mal so. Soweit wir kommen. Hier ist dann irgendwann Feierabend. Okay, die Züge müssen sowieso weg. Bitteschön. Hier haben wir noch ein Signal, das könnten wir eigentlich. Jetzt habe ich es wieder umgestellt, mal gucken. Doch, passt noch mit der Linie. Bestens. Na, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht das andere Gleis berühren. Hier kommen wir auch schon fast ins Gleis rein. Hier sind wir näher dran. Ach, das geht schon. Okay. Machen wir schnell Pause. Hier hinten muss ich das Gleis wieder wegnehmen. Mal gucken, ob das dann geht. Na, was denn? Wegpunkt? Hiha, wo? Wo sind das Wegpunkte? Diese Platten? Das kann natürlich auch sein. Das wäre dann nicht so ideal. Vor allem, ich müsste erstmal wieder auswählen. Dann wird es wahrscheinlich auch klappen mit dem Betonplatten verlegen. Bis wohin wollen wir die denn? Allzu weit brauchen wir sie nicht. Wir müssen dann die Straße hier noch machen, damit wir hier rüberkommen. Nach hier. Und da vorne ist die Brücke, das wird dann eher schwierig. Ja, mehr möchte ich nicht, sonst kommen wir in dieses Gleis rein. Kann ich jetzt dieses Stück Schiene abreißen? Kann ich. Gut. So. Ja. Da können sie in die Richtung können sie nicht, aber in die Richtung können sie. Das können wir so lassen. Okay, das sieht fast besser aus wie beim anderen Bahnhof irgendwie, weil es näher an den Schienen dran ist. Gut, jetzt hier eine Straße rüber. Halleluja. Nachdem ich gesehen habe, was das vorhin für ein Problem war. Na, mal gucken. Wenn wir das so machen, sonst muss da die Straße weg. Ja, das habe ich befürchtet. Wisst ihr was? Die Straße, die muss hier weg. Da ist die Frage, ist da eine Linie drauf? Bus? Nein. Gut, dann brauchen wir dich auch nicht zwingend. Die lassen wir mal noch. Wir werden es ja dann doch wieder verbinden irgendwann. Jetzt müsste man doch eigentlich
hier rüberkommen, ohne dass wir größere Hügel und Hügel hinstellen. Hm, zu wenig Platz da hinten. Da ist noch ein Zug im Weg. Macht das was? Beim Brückenbau? Nicht möglich. Bitte Gleise über Straße bauen. Ist mir klar. Wir wollen ja eine Brücke. Muss ich wirklich auch nochmal Hügel hin machen, damit wir raufkommen. Dann machen wir das. Wir werden erstmal die Straße hier nehmen. Okay, da können sie hier nach vorne laufen. Wir machen sie ein bisschen mehr hier rein. Aha, hier geht's nicht. Beim anderen Bahnhof ging das. Ist ja auch, hä? Auch interessant. Aber so geht's. Okay. Gut. Oh Gott, nein. Das ist ja viel krümmer geht's nicht mehr. Das ist ja komisch. Sobald der Beton hier berührt wird, ist Feierabend. Dann kommt gleich eine Fehlermeldung. Und hinten konnten wir die Straße doch hier sogar raufziehen eigentlich. Dann muss ich es ein bisschen weiter weg machen. Okay. Kann ich noch in die Höhe? Ich kann. Machen wir das mal. Und jetzt hier so rüber wäre schön. Wäre schön. Die Betonung lag auf wäre. Ratet mal warum. Genau. Jetzt haben wir hier extra die Straße abgerissen und es will trotzdem nicht. Nein. Müssen wir da noch einen Hugel hinmachen? Machen wir mal einen Hugel hin. Ein Schnellhugel. Hier ein bisschen in die Höhe gehen. So, und wenn wir das dann haben, versprochen, in der nächsten Folge fangen wir an mit den anderen Hochgeschwindigkeitszügen, Strecken. Aber dann haben wir hier in Weißwasser wenigstens die Sache hier geregelt, denn das kam immer wieder in den Kommentaren, dass die Leute sich da irgendwas, oh Gott, irgendwas kaputt machen, wenn sie über die Gleise stolpern müssen. Nee, geht auch nicht. Rx. So. Das macht schon ganz lustige Sachen teilweise, aber nicht das, was man will. Wenn wir jetzt hier ein bisschen in die Höhe gehen, das müsste doch... Das gibt nicht mal ansatzweise eine Brücke jetzt. Eine, die nicht funktioniert, aber immerhin wird mal wieder... Oh, jetzt hat's... Jetzt hat's geklappt. Boah, es gibt halt eine Möglichkeit. Eine einzige. Wie es... Wie das Spiel es abnimmt. So. Jetzt habe ich es erwischt. Okay, so wird's gehen. Wenn wir weiter runter gehen, geht schon nicht mehr. Schade. Aber so wird's gehen. Ja, dann lassen wir das so. Wir machen hier aber auch nicht die Steinbrücke, sondern die gleiche. Ist das die gleiche? Ich denke ja. Das sieht relativ nett aus, finde ich. Gut. Und dann gehen wir nachher runter. Das ist mal gekauft. Nee, so nicht. So schon eher. Das möchte aber auch nicht. Okay, machen wir anders. Sobald ich hier an den Knubbel rankomme. Du musst einfach runter. Wo ist denn jetzt das Problem hier mit runtergehen? Das sehe ich auch nicht ganz. So geht's, okay. Hier rein. Nein, hässlich. Es ist teilweise ein Mysterium im Quadrat. Echt, ist ja disziplin. So geht's, okay. Bringt noch nichts, wenn ich das jetzt so baue. Ja, ich baue es mal. Oder halt in Schritten bauen. Okay, stimmt. Jetzt geht's plötzlich. Gehen wir. Hier rein kommen wir nicht, aber hier kommen wir rein. Wie sieht das denn aus? Dann gibt's hier ein Riesenloch. Nein, das wollen wir ganz bestimmt nicht. So, okay, so wird's passen. Ja, genau so wollte ich das. Okay, ist angenommen. Der Bus kann da gleich wieder verschwinden. Der hat da nichts verloren. Das ist für die Fußgänger. So, und jetzt haben wir hier eine Straße abgerissen. Die hier hinten. Kriegen wir die noch irgendwie... Vielleicht sogar hier rauf? Das wäre noch eine Idee. Wir brauchen sie ja nicht zwingend. Sie ist primär dazu da, dass die hier bauen. Wir haben ja gesehen, wir haben sie nicht für eine Linie benutzt. Aha.
Ja. Doch, kann man glaube ich so machen. Machen wir mal. So, schon haben wir wieder eine neue Ecke in Weißwasser, die wir vorhin nicht hatten. Auch nicht schlecht. Lassen wir laufen. Gut, so, das war jetzt wirklich ein Gebaue, heiliges bisschen. In der nächsten Folge geht's an die Hochgeschwindigkeitsstrecken außerhalb von Weißwasser. Und ich möchte jetzt einmal noch hier... Ja, es ist trotz Brücken nicht wirklich besser, ihr seht's. Aber jetzt haben wir hier dafür lauter einheitliche Brücken. Das ist ja auch nicht schlecht. Gut, ich danke euch fürs Zusehen hier von dieser Wir bauen Brücken, versuchen Brücken zu bauen. Wir kriegen sie nicht hin, wir bauen eine Straße, wir bauen noch eine Brücke-Folge. Ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.